Ja, was geht ab? Mein Name ist IWZE und willkommen zum heutigen Vlog. Wir haben gerade 12.54 Uhr, das bedeutet, ich bin wieder gleich viel zu spät, denn um 13 Uhr sollte ich eigentlich da sein. Denn wir gehen heute mit den Bulls Paintball spielen und da freue ich mich richtig drauf. Bin mental noch gar nicht so richtig eingestellt, dass wir gleich Paintball spielen gehen werden. Ich war noch nie Paintball spielen, ich weiß nicht, wie weh das tut, von so einer Kugel getroffen zu werden. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so an Klamotten mitnehmen muss. Ich glaube, irgendwie was Sportliches, Gemütliches und so. Ich habe gerade noch Varo geschnitten, hier sieht es gerade aus, hier unter aller Sau hier. Überall Essen und so weiter. Hier seht ihr, ich habe ein bisschen Varo geschnitten. Hier kann man sogar das Thumbnail sehen. Zack, ich weiß nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet. Aber da ist mein Kopf da drin. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie lange diese Varo-Folge zurückliegt. Aber ich wollte einfach mal generell sagen, ich hoffe, zu dem Zeitpunkt lebe ich noch in Varo, aber müsste ich eigentlich. So spät wird das Video hier nicht kommen, wahrscheinlich dann morgen oder so. Und ich wollte mal sagen, dass mich Varo erstens richtig mitnimmt. Also ich bin richtig im Fieber für die Leute, die Varo nicht kennen. Das ist so ein Minecraft-Projekt, wo wir alle PvP wie Hunger Games bei Tribute von Panem gegeneinander spielen und so. Und das ist einfach so sauspannend und ich finde es richtig krass, wie viele Menschen von euch dabei sind und Team Manuel Neuer, Halodri und mich unterstützen. Er ist ja leider tot, aber wir sind immer noch gemeinsam in den Aufnahmen und sind immer noch am Leben und das ist richtig krass. Ich wollte mal Danke sagen für die ganzen Kommentare, die Unterstützung und das macht so mega Bock. Ich gebe mir auch jetzt mittlerweile immer, bin ich richtig motiviert, mir richtig viel Mühe zu geben im Schnitt und halte mich immer so richtig lange mit der Musik auf und will das so ein bisschen spannender gestalten und so weiter und... Ja, es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich finde es richtig cool, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's gleich ab zum Paintball-Spielen. Wir sehen uns dann... Halodri ist übrigens auch dabei. Mit dem werde ich dann vielleicht zusammen in einem Team sein. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber wir sehen uns dann einfach jetzt gleich wieder bei den anderen. Bis gleich. Aha, H-Doppel-L-Odri ist auch dabei. Was geht ab, Mann? Was hast du dir gegönnt? Was ist das da? Baguette mit Schinken und Käse, Salat, Tomaten, perfekt. Gurke. Da hat er sich wieder an den Eiweißen orientiert. Ne? Schinken musste auf jeden Fall dabei sein. Also, was mit den anderen? Sind die schon da? Oh, davon ist ein Alpa und Tomatolix und die werden uns jetzt dahin fahren und das Ganze filmig begleiten. Oh ja. Und das wird ein Riesenspaß. Da steht schon der Tomatenjunge. Hallo. Und wir fahren jetzt mit dieser Karre da. Durchgehend online steht auf dem Auto. Natürlich. Durchgehend online. Ja, übrigens, der Cutter von Alles ist dabei, ne? Hi. Alles ist heute auch wieder dabei. Und ja, wir fahren jetzt mit diesem schönen Auto. Wohin müssen wir eigentlich? Sind wir weit weg? 20 Minuten. Ja. 20 Minuten? Schieß! Hoffentlich ist das nicht in Düsseldorf. Sonst könntest du sterben. Echt? Wer das Video, wer den Blog vom Affen- und Vogelpark gesehen hat, weiß ja, beim Tomatolix Auto fahren, ist immer so eine Sache. Ich hoffe, wir kommen heile an. Also wenn wir heile ankommen, dann seht ihr das nach diesem Clip. Leute, die Bulls sind da, aber wir sind einfach so asozial und steigen nicht aus. Da vorne sind die. Ich kann es euch mal zeigen, warte. Ich muss das mal so drehen. Und dann mache ich das mal so weg hier. Guck mal, da sind die. Da. Ah, da gucken sie jetzt ganz gespannt. Ja. Oh Mann! Versteckte Kamera. Was geht? Alles gut? Hallo, drüben. Hey, Babyboy. Alles gut? Wo ist Kraken? Oh yeah. Ich bin gespannt. Habt ihr schon mal Paintball? Oh yeah. Habt ihr schon mal? Ja. Oh yeah. Habt ihr schon mal Paintball gespielt? Nee, ich noch nie. Ich glaube, wir einmal. Ah, Vorteil. Aber wir haben voll verkackt, wirklich. Okay. Ja, wir haben auch gar keine Ahnung. Ja, ein bisschen Angst. Tut das weh? Was? Tut das weh? Kann schon weh tun. Perfekt, das macht Spaß. So Leute, ihr seht ja schon mal eine Paintballkugel. So sieht die aus. Die fühlt sich echt relativ... Ja, die fühlt sich schon hart an. Also wenn man jetzt so, ihr könnt euch das dann so vorstellen. Boah, gleich. So einen Mann in den Hals, der kommt dann so. Und dann so. Das tut ja so schon weh. Na, ja. Und im besten Falle platzt dann sein Gesicht und nicht die Kugel. Genau, sein Gesicht platzt und die Kugel bleibt genauso. Und dann sammle ich die wieder auf. Das ist diabolischer Plan. Genau, das werdet ihr ja gleich sehen. Hier sieht man schon mal so die Halle. Schon so ein bisschen am Glowen, ein bisschen am Leuchten. So sehen diese Anzüge aus, die man so da drüber hat, glaube ich. Boah, richtig fresh hier, ein Hulk. Ich glaube, dann hätten alle Angst vor mir oder sowas hier. I am the law. Und ihr wisst ja Bescheid. Ich bin sehr gespannt. Und gleich gibt es ein richtig adrenalingeladenes Paintball. Ja. Aber das ist auch ein schöner Weihnachtsbaum. Okay, Leute, ich bin bereit. Und zwar habe ich meinen Aslak-Pulli angezogen, damit jeder Angst hat vor mir, weil ich ein richtiger Aslak bin, Leute. Das gibt sowieso, weil mir ein Aslak-Pulli anhat, das gibt schon Hater in den Kommentaren. Hier ist mein Markierer, der ist mein Baby. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. In meinem Anschutz hier, in meinem Kopfschutz. Team Manuel Neuer, oder was? Team Manuel Neuer ist dabei. Und jetzt im Real Life. Hier ist er. Rental heißt das Gerät. Hier kann man den safen sozusagen. Also dann kann man hier nicht mehr... Ich trau mich mal.
Ja, da kann man hier nicht mehr draufdrücken, das ist dann safe. Hier vorne ist so eine Socke davor nochmal zum Schutz. Hier oben kommen die Paintballkugeln rein. Da. Da werden die dann nachher reingefüllt. Hier ist so eine Flasche. Da ist dann natürlich Luftdruck drauf. Und dann nimmt man das ganze Gerät hier so in die Hand. Zack. Und so sieht. Boah, ich sehe richtig aggressiv aus, oder? Keiner will doch von euch gegen mich spielen, oder? Wenn ich dann hier so stehe. Brrz, brrz. Boah, sieht echt aggressiv aus. So müsst ihr euch das vorstellen. Okay, ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Bin sau gespannt. Wir werden, Halloween und ich werden zusammen in ein Team spielen und immer gegen zwei Leuten von den Bulls. Wir machen die Platte. Wir machen die Plate, Junge. Boah, so einen richtigen Overall gibt's hier. Krank, den gibt's auch noch, oder was? Dann seht ihr ja nicht mehr meinen aggressiven Aslak-Pulli. Aggressiver Aslak. Du siehst echt aggressiv aus. Ist der Sack platzt. In der Kurzabfrisur noch so komplett. Geil. Okay, Freunde, jetzt aber wirklich full equipped hier mit Brustpanzer, weil wir die Pussys sind. Nein, wir sind die CTs, also wir sind die guten, hallo Rio und ich. Gegen wen spielen wir zuerst? Gegen zwei von euch, alles klar. GoPro ist auch dabei. Das ganze Video mit GoPro-Aufnahmen und gibt es dann bei Bullshit TV. Link ist natürlich in der Beschreibung, auf jeden Fall abchecken. Falls es Leute da draußen gibt, die das noch nicht abgecheckt haben. Aber dann solltet ihr euch auch gleichzeitig schämen. Das ist jetzt Bullshit TV gegen Team Manuel Neuer dann, ne? Gegen Team Manuel Neuer, genau. Und wir sehen so ein bisschen aus wie Gärtner, finde ich so. Der Gärtner-Style. Stimmt. Wir gleich Beerdigung und so. Ja, perfekt. Auch so diese Handschuhe so. Direkt schön mit der Schaufel. Und ich gönn mir hier die Gun. Ich gönn mir die Gun. Gönn mir die Gun. Gönn mir die Gun. Und dann geht's da aufs Spielfeld. Jetzt geht's ab. Ich bin einfach mal der Erste, der jetzt hier aufs Spielfeld geht. Rechts von mir ist es. Und ich suche jetzt mal gerade hier den Eingang. Boah, jetzt schon alles voll geschossen. Hier ist ein ganzer Eimer voller Paintball-Kugeln. So, hier ist die Tür. So sieht das Spielfeld hier aus. Das sind hier so luftgepolsterte Dinger. Dahinter kann man sich dann verstecken. Wie ihr seht, ist hier schon alles voller Paintball-Matsche. Das Spielfeld ist ungefähr so groß wie... Ja, das ist eine gute Frage. Das hätte ich überhaupt nicht erwähnen sollen. Keine Ahnung, so zwei Soccerhallen oder so. Und in der Mitte ist so ein großes M. Das steht für Muskelmale, also Male-Musik. Und, boah, es sind überall Hallen und überall ist, nicht Hallen, überall so Paintball-Kugeln auf dem Boden. Die kann man so zerplatzen. Jetzt, vielleicht können wir das sehen. Hey, warum platzt du nicht? Kannst du hier meine Hand zerplatzen? Versuch's mal. Boah, der ist steinhart. Krieg ich nicht hin, aber ich tritt drauf. Bäm, und da ist die Matsche. Und ja, wir werden jetzt gegen zwei Leute von den Bulls spielen. Ich weiß noch nicht genau wer. Und ich habe richtig Bock. Bis gleich. Nehmt die Laufsocken ab. Ab in die Hosentasche oder um den Hals. Wenn ihr das erledigt habt, einmal oben auf den Markierer gucken. Da ist eine Zahl eingraviert. Und davor ist ein kleiner Pin, den einmal komplett zurückziehen. So, und dann würde ich sagen, drückt ihr einmal den Knopf von rechts nach links. Und dann dürft ihr eure Probeschüsse machen. So, die Waffen sind geladen. Ihr könnt das einmal sehen. So sieht das aus. Und boah, die ist zum Beispiel nicht aufgegangen, das heißt, ich habe die härtesten Patronen hier, wenn einer davon getroffen wird, würde auf jeden Fall ordentlich was mitnehmen, hoffentlich. Fakt ist besprochen, wir müssen noch bestimmte Hindernisse benennen, eigentlich. Wir müssen die kleinen, die blauen, hey, guck mal, es gibt groß, mittel und klein. Also an der Seite, das zum Beispiel sind die Tippis. Tippis. Genau, und das hier ist die Snake. Nur als Info, vielleicht kann man sich da schon ein bisschen dran orientieren. Alle fertig? Teams, get ready! 10 seconds! Go! So, wir haben sozusagen Halbzeitpause, steht richtig, ne? Boah, wird schon ein paar Mal getroffen, einmal hier in der Hand. Das sieht man aber gar nicht so krass, also das ist so ein bisschen rot. Boah, ich bin voll am Zittern, wenn man so unter Adrenalin steht. Und ja doch, an der Hand hat man schon ganz gut gemerkt und so. Ich wurde auch hier an der Seite getroffen, die ist aber nicht aufgeplatzt. Und boah, ist auf jeden Fall sau anstrengend, so den Oberschenkel, wenn man die ganze Zeit so rennt und dann hochguckt und so und unter Adrenalin steht. Und
Ja, wie gesagt. Aber das holen wir noch, ne? Team Manuel Neuer, Lodri. Auf jeden Fall. Er steht da so. So. Ich pürsche immer von da hinten immer so ganz krass hier vorne vor. Und dann stehe ich hier und dann sind wir so direkte Konfrontationen. Ich weiß nicht, wie das bei dir immer abläuft. Ja, bei mir ist auch immer ganz geil eigentlich. Sehr geile Ansicht gerade. Das ist da. Ich bin da hinten bei den, wie hießen die? Tippies. Tittis, genau. Tippies. Nicht Tittis. Alles klar. Hier. Ja, und da ist es immer meistens gegen Chris. Gegen Seabass gerade war, ist schon immer ein ganz geiles Duell. Dann geht's immer da hinten rum und dann hier rüber. Ja. Und dann versucht man mit Feuer sich quasi den anderen in die Deckung zu zwingen, dann in die nächste Deckung rein und so. Ist krass, wie offen das hier bei dir ist. Meine Seite, wenn man das hier hinten nochmal gerade sieht, die ist so richtig verwinkelt einfach. Hier gibt es überall diese kleinen, mittleren, ganz hohen, dann auch dieses Teil und so. Und ich eier dann immer hier so durch, rutsch hier immer so zuerst hier unten hin und dann kann man so seitlich so alles beobachten. Jetzt seht ihr das aus der Ego-Perspektive. Und dann fährt man hier, kann man überall durch. Das sind alles so richtig kleine Winkel. Die kann man sich sogar hinlegen und so. Ist auf jeden Fall sehr vielfältig auf meiner Seite, würde ich mal behaupten. So sieht das Ganze aus. Okay, Freunde, das war's. Wir sind jetzt draußen, hat übertrieben viel Bock gemacht. Wie es ausgegangen ist, seht ihr dann bei Bullshit TV. Wann kommt das Video? Sonntag in 2 Wochen. Sonntag in 2 Wochen, Freunde. Wisst ihr Bescheid? Und ja, checkt auf jeden Fall mal die Paintball-Halle hier in Köln. Hat mega viel Bock gemacht. Habe ich ja jetzt schon 10-mal gesagt wahrscheinlich. Sag doch nochmal, dass die Paintball-Halle alle richtig korrekt. Das ist übrigens die Paintball-Halle Köln. Hat richtig viel Bock gemacht. Also www.paintball-köln.de. Ja, da macht's mega viel Bock, Leute. Yeah. Und Felix und ich gehen jetzt noch ein bisschen Baro aufnehmen. Oh yeah. Ziehen jetzt in den anderen Krieg. Bei uns ist nur Krieg. Unser ganzes Leben besteht nur aus Krieg. Wir sind richtige Soldier. Soldier Boys. Oh, wir sind die Soldier Boys. Das ist einfach echt so, ne? Und ja, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und man sieht sich im nächsten Vlog oder sonst wo, ne, Freunde? Tschüss. Tschüssi.